Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorezension mit Produkten von Playmobil. Ja, ich scheue mich auch nicht davor, dieses Wort oder diesen Namen auszusprechen. Ich habe früher als Kind sehr viel Playmobil gehabt, also damals noch die Clickies mit den unbeweglichen Händen, wo alles so die Gliedmaßen in einer Farbe war. Also wenn der Arm blau war, dann war die Hand auch blau. Die meisten kennen das wahrscheinlich noch, beziehungsweise vielleicht dann auch von Flohmärkten. Die Produkte gibt es ja jetzt mittlerweile in der neuen Version auch schon sehr, sehr viele Jahre. Ja, ich habe den, wie man sieht, den VW-Bus, den T1 auf dem Tisch stehen. Kurz mal zum Set selber, das gehe ich halt auch wieder wie gewohnt durch. Und zwar heißt das Set offiziell Volkswagen T1 Campingbus, hat auch eine Setnummer, die 71229 mit 81 Teilen. Mit dabei sind zwei, ich bleibe mal bei dem alten Ausdruck, Clickies. Angedacht seitens Playmobil ist das Set für die Zielgruppe 5 bis 99. Also nach oben hin wird da auch alles offen gelassen. Das war früher halt auch schon so. Und hat einen UVP von 49,99 €. Und das ist jetzt mittlerweile auch schon die dritte Version des T1, den Playmobil herausgebracht hat. Ich fand auch damals, angefangen hat es ja, na gut, die hatten dann glaube ich vorher schon den Porsche zum diesen ferngesteuerten. Aber dann mit dem, eigentlich so richtig losging, tat es, oh, was wo bei mir, wo sich das Interesse halt so geweckt wurde, als ich das erste Mal das Ghostbusters-Display gesehen habe. Also ein kleines Schaufenster-Display, nicht so ein riesengroßes Kaufhaus-Ding. Wo halt der Ecto 1 mit drin stand, dachte mir schon so, Mann, wenn jetzt meine Tochter schon alt genug wäre. Oder hat die, war sie damals schon? Ich glaube, da war sie noch gar nicht. Nee, das war noch vor ihrer Zeit. Und dann ging es ja immer noch ein bisschen weiter und dann kam ja der DeLorean und ich meine, im letzten Jahr, auch vor zwei Jahren, kamen dann die beiden VWs halt auch heraus. Mittlerweile ja auch der Aston Martin, der Bond Aston Martin. Interessanterweise ja auch viele Sachen, die bei Lego eben dann auch vorhanden waren. Und beim Bulli, beim T1, war es dann auch so, dass der die gleiche, der erste, der rauskam, die gleiche Farbgebung hatte wie der von Lego. Genau wie der Käfer, der parallel dazu rauskam, auch dieses Azurblau hatte, wie eben auch der letzte Käfer aus der Creator Lego Creator-Reihe. Fand ich schon interessant, ja. Also ein bisschen schmunzeln musste ich da schon. Nee, nicht unbedingt von wegen, so, jetzt kupfern sie das ab, jetzt machen sie das auch. Hätten wir eine andere Farbe nehmen können. Ja, hätten sie machen können, aber man wusste schon, worauf sie abzielen. Und da so einen kleinen Fighter irgendwie, so ein, der nicht großartig ausgesprochen wurde, war interessant auf jeden Fall. Es handelt sich ja bei Playmobil auch um eine ganz andere Sache. Das eine ist Konstruktionsspielzeug und hier hat man halt die vorgefertigten Teile. Ich finde es aber trotzdem interessant, wie die Produkte, gerade so die nicht lizenzierten, ohne Lizenzprodukte, preislich angesiedelt sind. Und das bei den Werkzeugkosten, das sind ja teilweise riesengroße Werkzeuge, wie das Ganze dann berechnet wird, was nachher bei rauskommt, allein bei den UVPs, finde ich also schon sehr spannend, wie das also durchkalkuliert wird. Ja, T1. Ich hatte es angesprochen, es gab ja schon der erste war halt in rot-weiß, wie halt eben auch der von Lego war. Ich muss ganz kurz noch mal wieder auf meinen Teleprompter-Zettel gucken. Die 70176 war das. Der hatte 74 Teile und kostete auch, wie der hier eigentlich, 49,99 €. Dann kam die Special- oder Sonderedition heraus, die 70826. Der hatte aber dann nur 65 Teile, vorher 74 Teile, und kostete dann aber 69,99 €. Dafür hat man aber auch eine, das ist limitiert, ich weiß nicht, wie viel, eine Seriennummer oder halt die Limitierungsnummer ist halt mit unten unterm Wagenboden oder irgendwo ist sie mit eingeprägt. Ne? Aber trotzdem dann schon mal 20 Euro drauf. Und dann gibt es jetzt noch, habe ich gesehen, den 70951, ihr Wunsch VW T1 für 79,99 €. Da kann man aber, ich dachte, das ist auch so, ey geil, da kann man dann mal gucken, wie viele Farben, aber es sind ein paar Farben vorgegeben. Auch die Farbkombi ist eben vorgegeben. Man kann auch die Innenrichtung wählen von der Farbe her. Die Außensache ist dann halt auch zweifarbig. Gibt es euer Schwarz-Rote, sieht ganz okay aus. Beim Käfer habe ich geguckt, aber da gibt es dann halt bloß, es gibt nicht den Farbton, den ich dann mal beim alten Käfer halt hatte. So ein Creme-Weiß war das. Also dann auch für mich interessant. Rein weißen, bringt mir dann auch nichts. Nein, aber preislich fand ich das auch schon interessant. Und
Der kam, war halt jetzt sehr attraktiv mit, ich meine, was waren das, 24,99 oder ich glaube 24,99 beim Edeka. Das war ja eigentlich auch so ein Spezialding, was hier auf dem Tisch steht. Und hatten sie jetzt rausgehauen, wie gesagt, für 25, da habe ich den dann eben mal mit in den Einkaufswagen gepackt. Das war auch der letzte Jahr und da war ich mir, jetzt nimmst du mal mit und guckst dir das Ganze auch mal an. Was wir natürlich auch gleich erstmal machen werden. Verpackungsdesign finde ich ganz schick mit den Fichten oder Tannen im Hintergrund. Also optisch spricht mich die Packung mehr an, auch sehr schwarz, aber eben nicht ganz schwarz wie eben diese doch für mich langweiligen Lego-Geschichten, ne? Wo einfach das Produkt ist ja halt günstig dann für die Grafiker einfach auf einem dunklen Hintergrund dann das Bild halt, das reingestellt wird, drauf zu packen. Rückseitig wird ein bisschen erklärt, was alles drin ist und was gemacht werden kann. Nee, was drin ist, ist unten drunter. Ja, da nochmal eine Produktabbildung, ne, für diejenigen, die die Sachen nicht auspacken. Und überall natürlich das VW-Logo und hier an der Seite mal nicht das Edeka-Logo obendrauf. Ja, das war also dann wirklich für Edeka gemacht. Da gab es ein Preisausschreiben damals dazu. Das war jetzt hier im Sommer, habe ich den auch zum ersten Mal gesehen. Und ja, interessant auch, 81 Teile. Im Gegensatz dann zum Original, das war 74 Teile, der den gleichen Preis halt kostet. Ne? Aber hier gut gesponsert dann noch mit Edeka. Ne? Die wollten wahrscheinlich das Ding dann haben. So, ich packe das mal aus. Ich bin jetzt bei Playmobil nicht so bewandert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was vergessen habe. Man schnippelt, ich reiße jetzt den Karton nicht auf. Ich schneide hier mal an so einer Perforationskante schon mal entlang, damit ich da nicht zu viel Müll produziere. Auch hierbei werde ich mir die Verpackung schön an die Seite stellen. Vielleicht kommt er auch wieder rein, aber... So, hier noch runter. Und hier vorne ist nochmal so ein rundes Ding. Hier sind die ganzen Teile aufgeführt, die eben mit drin sind. Ich muss auch gleich mal die Kamera umbauen. Ich denke mal, wenn der Wagen auf dem Tisch steht, dann ist die ein bisschen zu hoch eingestellt. Aber das mache ich auch gleich noch. Ich schneide, wie gesagt, erstmal hier vorsichtig an der Perforationskante entlang. So. Gut, ich meine, so ein paar neuere Lego Playmobil-Sachen. Upsi, sind halt auch schon eingetroffen, wie die Dragons-Sachen, also How to Train a Dragon, Dachen ziemlich leicht gemacht. Da ist schon einiges am Start, mit dem auch viel gespielt wird. Aber das Aufmachen der Kartons ist wirklich ein bisschen knifflig. Also jetzt hier unterzukommen. Ja, muss ich aufpassen, hier vorne die Lasche darf ich nicht zu weit hochreißen, sonst geht es da kaputt. So. Da darf es. Hier vorne. So. Hier ist es auch schon soweit. Ja, dann habe ich gestern, war ich noch einkaufen, da habe ich dann beim Marktkauf, der gehört ja dann auch zu Edeka, klar, weiß man ja, hatte ich nochmal den Käfer gesehen. Der Käfer war da irgendwie auch für 25 Euro. Hätten sie für 19,99 stehen gehabt, hätte ich den wahrscheinlich auch gleich so, na okay, ab in den Einkaufswagen. Hatten aber dann auf so einem Verkaufsdisplay, extra so ne, Weihnachtstipps-Display, was ja die Märkte auch ganz gerne machen, für die, die überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen, verschenken sollen, ne? Da ist ja, da wird ja mir dann vorgekaut in so einem Regal. Da stand dann die Special Edition vom VW Käfer. Ne, der eine 25 und der stand da für 54,99. Ja, so. Schön. Obwohl der hellere Käfer mir besser gefällt als der blaue, muss ich schon sagen. So, das ist der Bus. Da haben wir also einmal das Chassis. Dann haben wir hier ein paar Teile. Hier ist noch eine Tüte mit Teilen. Hier sind die Reifen. Also ein bisschen zusammenbauen kann man schon. Ne? Ist ja nicht so, das Teil liegt einfach nur, das Dach liegt einfach nur so drin. Hier haben wir die beiden Figuren in der Tüte. Und nochmal eine Anleitung. Sehr schön. Gibt es hier was zu lesen. Den stelle ich mal an die Seite. Teilweise bin ich es gar nicht gewohnt. Bei Playmobil muss ich sagen, dass die Sachen alle in Tüten sind. Die Drachen, meine ich, polterten einfach nur. Muss ich schon sagen, polterten einfach nur in den Kartons rum. Aber nur gut. So, Aufkleber. Hier haben wir schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gibt es keinen doppelten. 6 Sticker, die mit dabei sind, für die Sitze, so wie es aussieht. Huch, hier ist noch mal ein kleiner Stickerbogen. Ein verspiegelter. Wahrscheinlich für die Spiegel. Nee, für die Spiegel eigentlich nicht. Mal gucken, wofür der ist. Ach, innen wahrscheinlich ein Spiegel. Na, mal gucken.
Und dann hier halt Edeka-Sticker, Nummernschilder, PM für Playmobil. Also jetzt nicht, dass da das Hannover wie bei Lego bei ist. Und ja, Edeka-Sticker, Wurstdosen-Sticker, ne? Nicht nur vegan, gut, sagen wir mal, es sind vegane Würstchen. Ne? Für diejenigen, die jetzt, wenn ich sage Wurst, ne, hier Bratwurst oder Bockwurst oder Weißwurst, herkömmlich aus Fleisch hergestellt, nicht, dass sie einiges Kotzen kriegen. Weiß man ja auch nicht, heutzutage, muss man auch aufpassen. So. Ein paar Informationen zum Originalfahrzeug sind aufgeführt. Und was ich sehr schön finde, na gut, hier nochmal Werbung halt für die anderen Produkte, die da noch rausgekommen sind. Die Porsches natürlich auch, mittlerweile auch Knight Rider. Obwohl, den DeLorean hatte ich auch mal für 25 Euro in der Hand. Habe den liegen lassen. Ärgert mich noch so ein bisschen drüber, muss ich sagen. Dann der Mini, klar. Dann hier noch der, der ist auch schön. Der, aber den finde ich auch, ich finde die schon schick. Ja? A-Team, genau, hatte ich ganz vergessen. Knight Rider, Back to the Future. Aber alles noch aufgeführt. In einem Produkt, was es, ne, es scheint nicht irgendwie großartig auszulaufen. Ich glaube, die, bis sich die Werkzeuge amortisiert haben, nicht über Lego, ne, es ist ja dann halt, werden vorhandene Produkte, also die Steine genommen und wird ein Produkt zusammengestrickt und wenn weg, dann weg. Und bei diesem großen Teil müsste ich natürlich dann auch erstmal die Werkzeuge amortisieren. Ganz klar. Ja, gut. So, das haben wir alles. Dann. Ja, ich würde mal sagen, ich schnippel jetzt die Tüten auf und baue den Wagen dann erstmal zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ein bisschen was habe ich jetzt auch noch übergelassen zum Zusammenbauen. Zum einen jetzt noch mal kurz zur Anleitung, das hatte ich gar nicht erwähnt. Die ist trotz allem schon so ein bisschen auch thematisch angepasst. Jetzt von den Farben her, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Vorgänger T1 war, aber hier ist es so, dass zumindest auch das so orange-gelb halt auch gehalten ist, passend auch zum Fahrzeug. Ja, den Spiegelaufkleber habe ich hier noch liegen, ein Nummernschild liegt hier noch, aber ja, Räder habe ich auch schon soweit. Ja, fange ich nochmal mit den Teilen so ein bisschen an, zum Beispiel die Räder. Ist wie bei dem Konstruktionsspielzeug, was ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, auch so, dass man die Reifen einfach dann hier drüber wegstülpt. So. Und dann nochmal so ein bisschen hindrücken muss, dass auch dann beide Seiten vernünftig auf der Felge sitzen. Dann kann man die Radkappe draufbauen. Ne, die kenne ich auch noch von meinem Käfer. Die habe ich auch noch irgendwo liegen. Steht hier noch eine? Nein, hole ich jetzt nicht vor, keine Sorge. So, und dann kommt hinten nochmal dann das Lager drauf. Wir haben hier eine Einzelradaufhängung. Das heißt also, wenn man mit dem Fahrzeug dann um Kurven fährt, ergeben sich auch keine Probleme, dass irgendwas schleifen kann, weil ja, ne, Innenkurve, ne, die Räder ja anders drehen, als wenn man jetzt eine Außenkurve fährt. Also Innenkurve schneller drehen und sowas. Muss ja bedacht werden. Ja, so, dann haben wir das Chassis, beziehungsweise nicht das Chassis, sondern halt den, das ganze Teil hier schon zusammengebaut. Die Tüte sieht vergilbt aus, etwas schmutzig aus. Das liegt daran, dass hier, ist auch ein Hinweis, ein recycelter Kunststoff, also genutzt wurde. Also die Tüte besteht aus, ist wohl komplett recycelt, auch wieder Warnhinweise drauf, von wegen Erstickungsgefahr. Das muss trotzdem sein. Und hier ist eine Tüte, ne? Man sieht es trotzdem mal ansprechen, gehört ja mit dazu. Obwohl mir die Papiertüten bei Hasbro besser gefallen. Ja. So, das Lenkrad ist auch schon drin. Das ist, glaube ich, in der Anleitung noch so beschrieben, dass es halt eingebaut werden muss. Aber ansonsten sind die Teile soweit schon mal zusammengefügt. Schöner Motor da hinten drin. Das sehen wir auch gleich nachher nochmal. Gleich nachher. Die Fahrer- und Beifahrertür lässt sich nicht öffnen. Auch nicht die Heckklappe. Das ist leider nicht möglich. Das wäre jetzt natürlich noch schön, wenn das auch gängig wäre. Denke mal, dass das bei den anderen beiden Fahrzeugen, bei der Sonderedition, dann in interessanterweise, hatte ich gar nicht gesagt, auch in der Farbe, wie der T2 von Lego rausgekommen ist. Ja, ne? Also hier wieder fetter Hinweis. Ja, die Räder steckt man dann einfach nur mit den, beziehungsweise die Lager steckt man dann hier unten rein, bis sie einrasten. Klick. Klick. Ja, Wagenboden zeige ich nachher auch nochmal. Auch schön ausgearbeitet. Schön detailliert.
gucke jetzt nicht, ob alles dran ist, ob wirklich hier alle Schläuche, Bremsschläuche und Leitungen vorhanden sind. Aber die Sicken sind da vom Unterboden, also schon schön von der Art her. Gefällt mir der soweit schon mal gut. Ja, jetzt fehlen ja auch die Blinker, die Lampen sind drin, wie man sehen kann. Wie man jetzt sehen kann. Aber einige andere Teile sind eben hier noch lose beigelegt. Zum Beispiel dann die Rückleuchten. Da ist eine an der einen Seite von dieser Rundung. Hier ist eine kleine Kerbe. Und hier ist so ein kleiner Überstand, dass man auch die Teile nicht falsch rum einbauen kann. Also es geht wirklich nur in eine Richtung. Hauptsache, die schmissen wir jetzt nicht weg. Klick, eingerastet und Klick. So. Die kleinen Rückleuchten sind drin. Ja, kleine Rückleuchten. Wie gesagt, wie beim T1 eben war. Dann oben die Blinker. Auch wieder mit einer abgeflachten Seite. Beziehungsweise die Blinker haben eine abgeflachte Seite, damit man hier auch eine schöne Führung hat und die nicht falsch einbaut, verdreht einbaut. Aber es ist halt schon so ein bisschen fummelig. So. Wo man aufpassen muss, dass am die Teile nicht wegschnupsen. Es sind auch keine Ersatzteile da, so wie ich gesehen habe. Ja, springt raus, solange er nicht richtig drin ist. So. Einmal. Ups. Ja, bevor er einrastet, ist da echt so ein Punkt, wo einem die Teile wieder entgegenfliegen. Wie so eine Art kleiner Shooter, der hier verbaut ist. Ein Blinkershooter. Ja, ähnlich wie Wurstblinker. Deswegen auch wahrscheinlich die Würste. Aber die kann man nirgendwo anstecken. Weil keine drin sind. Ist ja nur die Dose. So, die Spiegel. Ja, Hohlspiegel. Ja. Da ist also leider, das wäre schön gewesen, jetzt da auch nochmal die Spiegelfolie zu haben, um die halt eben dann auch in die Blinker zu packen, in die Spiegel zu packen. So, die werden hier oben dran gesteckt. Ein bisschen ausrichten. So, da hat er schon mal seine beiden Spiegel. Jo, jetzt mal überlegen, was haben wir hier noch? Eine kleine Tüte, pack ich mal vorne hin, da stürzt sie hoffentlich nicht. Das Gummiband. Dann habe ich hier noch einen großen Aufkleber, den Teppich. Den habe ich jetzt noch nicht verklebt, weil eben der hier, was heißt Teppich? Also das Linoleum, was halt den Boden bedeckt. So, den jetzt hier vernünftig reinzubekommen. Mal schauen. Also kleben tun die Dinger wirklich gut. Aufpassen hier. Jetzt gerade und blasenfrei dann da drin liegt, aber es geht. Kann man so machen. Die kleben saumäßig gut und sind keine Papieraufkleber, sondern Folienaufkleber. Und das fand ich hier bei den, ich glaube, das waren die von den Edeka-Tüten, da ist mir das aufgefallen. Vielleicht kann man es ein bisschen beim Nummernschild sehen. Das ist eine Klarsicht, also eine transparente Klebefolie. Und die halt dann in dem Bereich, wo weiß ist, eben dann auch mit weiß vorgedruckt ist. Und dann kommt halt die Beschriftung des Nummernschildes drauf. Und das vordere kommt dann jetzt da noch rein. Abgezopft. Nehme ich hier meine alte Methode. Ich nehme immer mein Cuttermesser. Man kann dann auch was anderes nehmen. Zahnstocher oder normales Brotmesser oder sowas. Dann lege ich mir den hier in die Vertiefung. So. Und somit kann ich den dann wirklich schön gerade und genau eben platzieren. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben hier hinten die Motorraumklappe. Ich hatte einen T1, hatte ich nicht, ich hatte auch keinen T2, ich bin T3 gefahren. Und weiß nicht noch, da waren wir mal zu dritt, sind wir mal, ich mit zwei Kumpels sind wir zusammen nach Fehmarn gefahren und ich hatte mich dann, ja, jetzt muss ich gerade hier hinten die Klappe aufmachen, das geht ja nicht. So, da. Hatte mir dann, die anderen beiden haben im Zelt gepennt, ich habe dann
hinten im, auf der Motorklappe quasi. Ich habe mir ja nichts ausgebaut oder sowas, sondern hinten dann meinen Schlafsack und Isomatte eben hinten auf die Motorklappe gepackt. Ging super. Vor allem die beiden haben sich den Arsch abgefroren, weil es irgendwann auch mal etwas kälter wurde und anfing zu regnen. Naja. So, das hier sind die Türscharniere. Die werden hier an der Seite noch eingesetzt. Gibt es da irgendwie eine richtige, gibt's da irgendwie eine Richtung? Ich glaube nämlich nicht. Nö, die sind gleich. So, eingeklickt. Und hierbei ist wirklich so, was dran ist, ist dran. Also fest ist fest. Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn es irgendwie doch mal runterstürzt, sowas kann auch schon mal was abbrechen. Bei Lego, da fällt nur alles auseinander, da hat man da wieder einen riesengroßen Steinhaufen. Hierbei ist dann schon mal kaputt. Ich muss unbedingt noch den ohne Zahn reparieren. Von Drachenzähmen leicht gemacht, da ist nämlich der Schwanz abgebrochen. Den muss ich aber dann noch verstärken. Da ist eine blöde Bruchstelle. Vielleicht mache ich das auch mal in einem Video, weil ich habe da schon eine Idee, aber das ist halt ein bisschen, ich muss da noch ein Material besorgen oder halt irgendwas besorgen, was ich da mit einbaue. Ja, die einzigen Türen, die ich öffnen kann, sind dann eben die seitlichen Türen. Von oben ist das Ganze bespielbar. Naja, von oben. Von oben ist das Ganze bespielbar von oben. Das ist wieder eine tolle Aussage. Klasse. Das ist so. Das ist die Qualität hier auf dem Kanal. Für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal reinschauen, weil sie durch das Playmobil angezogen wurden. So, machen wir weiter. Was haben wir jetzt noch? Wir haben die Sitze, wir haben das, und das ist beklebt. Ne? Die Sitze habe ich alle schon mal, ich habe das schon mal vorbereitet, wie Jean Pütz früher in der Hobbythek immer gesagt hat, ich habe da schon mal was vorbereitet. So, dann haben wir den Sitz zum Klappen. So, wird es dann gebaut, ne, mit klappbarer Lehne. Das ist nämlich dann da hinten rein. Okay. Mal gucken hier. Nee, das kommt da hin. Ach so. Hier hinten ist noch ein kleiner Stauraum. Und hier hinten in dem Bereich kommt die Klappe rein, die allerdings, wie man sehen kann, da auch so einen kleinen, wie so eine kleine Griffmulde hat. Nee, die bleibt dran. Die Griffmulde ist dazu da, dass man den Sitz dann eben verstellen kann. So. Mache ich das gerade richtig hier? Ah, das ist ja super. Schon mal zeigen. So. Hat man die Liegefläche, die Schlaffläche. Ganz so groß war meine damals nicht. Ich habe so quer drin gelegen. Und dann kann man den Sitz halt auch wieder und rastet auch ein bisschen ein, dass man ihn hochstellen kann. Der andere Sitz, der wird einfach nur hier drauf gesteckt. Plöpp. Dann haben wir noch einen Waschtisch. An dem habe ich schon mal den Wasserhahn befestigt. Der kommt dann dahin. Allerdings ist der Waschtisch, da ist noch irgendwas mit bei. Ah, da müssen noch Klappen dran gebaut werden. Und Klapptische, da haben wir hier natürlich noch was. Achso, ich stecke erstmal vorne das VW-Logo, ist hier schon mal ein bisschen eingelassen und ist kein Aufkleber, sondern ein extra Teil, was dann hier vorne drauf gesteckt wird. So. Und sehr passgenau. So lobe ich mir das. Ja, so muss das, ne? Schön. So, jetzt muss ich mal kurz mal gucken. Wie, jetzt einfach nur so rauf? Ich brauche einen Waschtisch zusammen. Da kommt hier vorne eine kleine Tür hinein. Klüpp. So. Das ist auch wieder dieser typische Playmobil-Kunststoff mit diesem, woraus auch die Berge machen, mit diesen Schlieren, mit diesen Strichen drauf. Dann ist hier Platz für das Ding. Achso, dann, dass man dann, wenn man die Türen auf hat, da auch was noch machen kann. Okay. Und der kommt neben den Sitz. Klack, klack.
So, dann sitzt der da drin und dann kann man hier nochmal eine extra Platte, ne, zum Beladen oder wenn man nachher die Kisten draufstellt, Einkaufstaschen draufstellen kann. Haben wir das auch. Und wir haben noch diese beiden Teile. Komm, da. Das soll ja hier irgendwie hin. Pop. Da habe ich hier noch an der Seite einen Klapptisch. Geht ein bisschen schwer. So. Ja, ist jetzt der Klapptisch drin. Und jetzt habe ich hier noch so ein Teil und noch so zwei Dinger. Oh, die hätte ich vorher in die Türen bauen müssen. Sehe ich gerade. Das ist dann die Tür. Da kommt nämlich dann noch ein Regal rein. So. Und hier nochmal eine Ablagefläche. Und da kommt dann der Spiegel auch noch drauf. Man wäscht sich dann sehr feste, dicke Folie. Ja, schon den Spiegel mit Fingern voll gesaut. Und ganz leicht zerkratzt ist er auch schon. Das habe ich schon wieder geschafft. Super. So, und das Ding, das kommt dann da drauf. So, und das wiederum in die Tür. So, dann haben wir hier an der Seite auch nochmal einen Waschbereich. Ne? Wasser haben wir dann da und dann muss man sich, da kann man sich da halt schön machen, frisieren, wie auch immer. Die Tierung ist oben. So, Räder sind dran und dann braucht man bloß noch das Dach. Das habe ich auch schon zusammengebaut. Das waren halt drei Teile. Einmal das, er hat leider kein Hochstelldach. Das wäre nochmal schön gewesen, halt dieses Hochstelldach des Campingbusses zu haben. Ist hier eben nicht der Fall. Hier pennt man hinten halt auf der Motorklappe, wie ich damals auch gemacht habe. Ja, und eben dann noch das, die Gepäckablage oben auf dem Dach. So, das ist er. Und dann schauen wir mal, werfen wir mal einen Blick auf die Sachen, die beiliegen. Da haben wir zum einen die beiden Clickies. Schauen wir erstmal auf die Dame oder auf die damenähnliche Person. Jetzt habe ich doch angefangen damit. Sieht soweit vom Print her auch gut aus. Ist jetzt, ja, ich lasse sie jetzt einfach mal so wirken. Ja, so, und trägt eine goldene Uhr, die man anklicken musste. Die Hände sind drehbar und er hat dann noch einen extra VW-Gürtel um. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen Sets auch so war, aber ja, das ist schon sehr hip. Und auf der Rückseite kann man sehen, noch air-cooled, ja, luftgekühlt, wie es damals eben war. Und die Heizung funktionierte auch nie. Dann haben wir da ganz viel Zubehör. Schauen wir uns erstmal die Obstkiste an. Da haben wir drin Salat, ein Haufen Brot. Dann eben die Ananas, oben mit einer Krone drauf. Ich glaube, das ist das Ding, was uns bei Prinzessin irgendwie auf dem Kopf sitzt. Nur in grün gefärbt. Zwei Bananen so angelegt, dass die Clickies die auch halten können. Und dann noch ein paar Karotten, die zweifarbig sind. Die sind nicht bemalt, sondern das ist zweifarbiger Kunststoff, der halt zusammengesetzt ist, beziehungsweise auch schon zusammengespritzt dann hergestellt wird. Finde ich also recht interessant gemacht. Da kann sich also auch keine Farbe abrubbeln. Finde ich soweit gut. Ja, die Salatköpfe, die sind zusammen, damit die Figuren die dann auch halten können. Kiste Nummer 2 habe ich ein paar andere Sachen, Konserven und sowas reingepackt. Und die Eier. Die Eier kann man auch nicht einzeln entnehmen. Die sind halt fest auf, auch schon als Komponenten, Verbindungskunststoff dann damit angespritzt, sind auch nicht bemalt, sondern halt ein zweifarbiger Kunststoff. Die Fischdose, Wurstdose, dann ein Glas mit Gurken, eine Safttüte, so wie das aussieht, oder Waschmittel. Da könnte sich auch, da ist eine Hand drauf, ja, könnte auch irgendwie Waschmittel sein oder hier Putzmittel sein.
ja, Konservendose und irgendwie eine Milchtüte im obligatorischen Milka Lila. Dann kommen wir zu den Einkaufstüten. Ne, da ist vorne gut drauf geklebt. Muss man ja nicht machen. Ich habe es jetzt mal gemacht. Das Edeka-Logo drauf. Und in der einen habe ich zum Beispiel 3 Donuts, die unterschiedlich bemalt sind. Finde ich auch recht ansprechend. Kriege ich gerade voll Appetit auf ja, Zeug, wo ich dann sowieso immer wieder Sodbrennen von bekomme. Dann haben wir eine Tüte. Da habe ich mal die Zahnpastatube und die Zahnbürsten reingepackt. Ja, der Aufkleber von der Zahnbürste oder Zahnpastatube löst sich blöderweise immer. Und in der dritten Tüte, da steckt halt ein Portemonnaie drin, dann eine Zeitung, eine zusammengerollte, auch in der Mitte so ein bisschen angepasst, damit die Klickis die halt gut halten können. Und wir haben dazu noch eine Thermoskanne mit 2 Bechern. Einer kann nur oben drauf sitzen, zusammenstapeln kann man die Becher leider nicht. Man kann die ineinander stellen, das geht, aber der eine hält halt nur dann auf der Thermoskanne. Ja, aber auch wie gesagt hier mit VW-Logo, da weiß ich auch nicht, wie das dann eben bei den anderen Sets war. Ja, und dann das Fahrzeug nochmal. Ich finde den toll. Also mir gefällt der wirklich gut und der kommt auch mit ins Regal. Erstmal, wenn er nicht irgendwie bespielt wird. Erstmal kommt er mit ins Regal, weil ich den wirklich toll finde. Wie gesagt, viel aufmachen kann man jetzt da nicht. Ne, Stoßstange mit in Dachfarbe. Finde ich aber okay, dass die nicht silbern ist oder grau ist. Hier nochmal der Unterboden mit den Sickblechen. Also das sieht gut aus. Ja, hinten angedeutete Abgasanlage. Die Lüftungsschlitze. Auf der Seite haben wir den Tankdeckel, den man ordentlich aufmachen kann. Wie gesagt, ich finde schade, dass man eben die Seitentüren und eben die Heckklappe nicht aufmacht. Aber mit der ganzen Innenanrichtung kommt das eben sonst nicht so richtig hin. Aber wir haben dann zumindest einen Blick, wenn ich es aufkriege, auf den detaillierten oder detailliert dargestellten Motor. Ne, detaillierter logischerweise als bei Lego, weil hier wird das Ganze konstruiert, ist ein Teil und das andere ist eben zusammengebaut. Und das finde ich ja halt trotzdem bei Lego toll. Oder fand ich halt damals auch bei dem T1, ja, ich habe ihn da stehen, toll, wie halt mit normalen Steinen dann eben der Motor nachgebildet wird. Ja, und hier haben wir schon eine ganz andere Maßstäblichkeit. Ne? Hier passen dann eben auch dann die Figuren rein, die mit dann dazugehören. Die anderen Sachen haben wir natürlich dann schon gesehen. Ich nehme trotzdem nochmal das Dach runter. Hier haben wir seitlich dann auch nochmal Regale, ne? Wo man auch noch dann einige Sachen reinpacken kann. Dass man hier die Sachen klappen kann, ist nett mit dem Ausklapptisch. So den Tisch reinklappen. Die verstellbare Rückbank hatte ich ja vorhin auch schon gezeigt gehabt. Mit dem kurz hochziehen, umlegen, einklicken, einrasten und schön. Also doch, macht Laune. Macht auch Lust auf mehr auf die anderen Fahrzeuge, da muss ich mal gucken. Aber ist mehr so ein Papa-Ding jetzt hier. Ja, und vom Passen. Da haue ich sie mal ins Steuer. So, Figur hier vorne rein. So. Halt, jetzt hängt der Arm da raus. Der muss weiter runter. So. So. Dann kann sie da rein. Ja, ein bisschen problematisch mit ihrer Frisur. So. Sitzt sie richtig? Sitzt richtig. Und ihn denke ich jetzt einfach mal daneben. Schön ist auch, dass die Füße. Man sieht, die Figuren fallen jetzt nicht unbedingt raus, so ein bisschen in der Konsole eingehängt werden können, also eingeschoben werden können, dass die sich da festklemmen. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen doch nicht geht. So, alles gut. Passt auch von den Köpfen, der Schwanz ein bisschen, da muss ich sie etwas anders platzieren. Dann passt es auch mit dem Dach, das geht auch. Und ansonsten kann man natürlich die ganzen Sachen, die jetzt hier noch auf dem Tisch stehen, in den Bus packen. Und dann haue ich mal eben das VW-Ding von Lego daneben. Ist von der Größe her natürlich eine ganz andere Sache. Aber hier kam es darauf an, bei Lego kommt es darauf an, dass die Form erkennbar ist, dass mit den normalen Standard-Bauteilen eben das Fahrzeug gebaut werden kann. Hier haben wir natürlich dann auch die Türen, die aufgehen, hinten die Klappe, die Heckklappe, die aufgeht. Vielleicht bin ich deswegen auch verwöhnt, ne? Dass das funktioniert. Dass der Motorraum ging aufzumachen, dass man einen Blick in den Motor werfen kann. Aber das soll jetzt einfach nochmal so als Größenvergleich sein. Ist das alte Modell. Ne? Der T1 ist ja schon ein bisschen länger her.
Aber der T2, der gefiel mir dann gar nicht mal so. Deswegen habe ich den auch damals nicht gekauft. So, den wieder an die Seite. Es geht um Playmobil. Aber in dieser rot-weißen Ausführung war eben auch dann der Playmobil, der erste T1, der halt herauskam. Ja, von der Größe her finde ich den echt okay. Ja. Und ich denke mal bei, ich habe mal nochmal geguckt, 29,90 habe ich für bezahlt. Kann man da auch nicht viel falsch machen. Ja, in dem Sinn bedanke ich mich erstmal vielmals fürs Reinschalten, fürs Interesse und es würde mich freuen, wenn auch bei einem der nächsten Videos wieder reinschaltet. Bis dann und ciao.